Der Krisendienst Oberfranken soll Menschen in Notsituationen eine zuverlässige Anlaufstelle bieten. Es kann jeder anrufen, der in einer psychischen Krise oder Notlage ist, selbstverständlich anonym. Krise ist bei uns einfach subjektiv definiert. Sobald ich mich in der Krise fühle, kann ich anrufen. Das geht oft einher mit einem einfach Gefühl der Hilflosigkeit. Ich fühle mich ohnmächtig, ich fühle mich ratlos. Ich merke, dass ich extrem unruhig bin, extrem schnell aggressiv reagiere, mich selbst nicht wiedererkenne. Außerdem können Menschen Kontakt zur Leitstelle des Krisendienstes aufnehmen, wenn sie sich Sorgen um ihre Angehörigen machen. Insgesamt werden 125 Menschen bei diesem Krisendienst beschäftigt sein. Wir haben natürlich eine Leitstelle und dann auch die Kräfte, medizinisch, sozialpsychiatrisch, die dort arbeiten werden. Die Leitstelle wird vom Freistaat Bayern finanziert und 1,3 Millionen steuert der Bezirk Oberfranken bei, um das Personal zu bezahlen. In der Leitstelle gibt es inzwischen 5 Mitarbeiter, eine Leiterin, eine Verwaltungskraft, eine Psychologin, eine Ärztin und einen Sozialpädagogen. Für die 3 Fachkräfte gilt, die Anrufer so gut es geht in ihrer schwierigen Situation abzuholen. Immer authentisch sein, natürlich auch ernst nehmen, den Anrufer schauen, wo liegt das Hauptproblem, wo ist die Problematik. Wo gibt es auch schon Ressourcen, was sind Auslöser, also all diese Dinge abzufragen, um das Kernproblem einfach auch herauszufinden. Entsteht beim Telefonat der Eindruck, dass das Gespräch nicht ausreicht, besteht die Möglichkeit, mobile Dienste hinzuzuziehen. Dann erfolgt, wenn der oder die Betroffene zustimmen, ein Hausbesuch. Häufig reicht auch diese telefonische Beratung schon aus, um der Person wieder Halt zu geben oder ihr so den nächsten Schritt aufzuweisen oder ja, einfach zu schauen, wie es weitergehen kann. Eine wichtige Adresse an die Hand zu geben, die vielleicht der nächste Schritt ist. Sprachbarrieren, religiöse Hintergründe, psychiatrische Krankheitsbilder oder gar erhöhtes Selbstmordrisiko. Psychologin, Ärztin und Sozialpädagoge müssen bei den Gesprächen äußerst sensibel vorgehen. Die 3 Personen fangen gerade an, schon mal fachlich sich Qualitätsprozesse zu überlegen. Zum Beispiel, wie werden wir damit umgehen, wenn eine hochsuizidale Person anruft? Wie werden wir damit umgehen, wenn eine Person uns am Telefon bedroht? Es wird eine bayernweit einheitliche Rufnummer geben. Aufgrund der Abstimmung darüber verzögert sich der Start des Krisendienstes in allen Bezirken etwas. Sobald die Nummer feststeht, wird sie intensiv kommuniziert.